Wings, NCSM, Testpilot Simon Winkler, Startgewicht 90 Kilogramm am 25.08.2015 am Aachensee. Beginn eines Testfluges für die DHV Safety Class. Um das Geräteverhalten zu bestimmen, waren vor diesem Testflug einige Vorbereitungen zu treffen. Der auf dem freien Markt gekaufte Gleitschirm wird für den Flugtest präpariert. Nach einer allgemeinen Überprüfung des fabrikneuen Gleitschirms beginnt der Testpilot mit dem Markieren des Messfeldes für die Einklapper. Der speziell dafür angefertigte Winkelmesser hilft, das Messfeld nach den Vorgaben der Lufttüchtigkeitsforderungen zu markieren. Die Größe des Messfeldes richtet sich nach den Vorgaben der Musterprüfung. Zwei Datenlogger erfassen die Bewegungen von Fluggerät und Pilot. Ein Datenlogger befindet sich an einer definierten Stelle am Gurtzeug. Der zweite Datenlogger wird in der C-Ebene neben dem Messfeld angebracht. Damit sind bei jedem Testflug vergleichbare Ergebnisse gewährleistet. Die Testflüge werden stets mit demselben Gurtzeug durchgeführt. Die Gurtmaße entsprechen den Bestimmungen der Musterprüfung. Zurück zum Testflug. Die folgenden Beispiele zeigen die Klassenunterschiede im seitlichen Einklappen. Dieser Schirm hat ein Klappverhalten, das der Safety Class 2 entspricht. Das Vornicken liegt unter 60 Grad, das Wegdrehen unter 180 Grad und der Höhenverlust ist gering. Dieser Schirm hat das Klappverhalten, das der Safety Class 4 entspricht. Das Vornicken liegt über 60 Grad. Dieser Schirm zeigt das Safety Class 5 Verhalten schon beim unbeschleunigten Einklappen. Das Vornicken liegt über 75 Grad und es kommt zu Kaskaden wie zum Beispiel Verhänger. Die folgenden Beispiele zeigen die Klassenunterschiede bei frontalem Einklappen. Dieser Schirm zeigt ein Klappverhalten, das der Safety Class 1 entspricht. Die Öffnung erfolgt zügig, der Schirm fährt sofort an und verliert kaum Höhe. Dieser Schirm zeigt ein Klappverhalten, das der Safety Class 4 entspricht. Die Öffnung erfolgt deutlich verzögert und führt zu einem Höhenverlust größer als 50 Meter. Stark verzögerte Öffnung. Dieser Schirm zeigt ein Klappverhalten, das der Safety Class 5 entspricht. Der Frontklapper bleibt stabil, Sinkgeschwindigkeit und Höhenverlust sind hoch. Die Öffnung erfolgt nur durch Eingriff des Piloten. Frontklapper bleibt stabil. Die folgenden Beispiele zeigen die Klassenunterschiede bei Steilspiralen nach Vorgaben der Musterprüfung. Dieses Schirmmodell zeigt ein Spiralverhalten, das der Safety Class 2 entspricht. Nach dem Freigeben der Bremsen leitet der Schirm sofort und selbstständig aus. Dieses Schirmmodell zeigt ein Spiralverhalten, das der Safety Class 4 entspricht. Nach dem Freigeben der Bremsen leitet der Schirm erst nach einem Nachdrehen von 540 Grad selbstständig aus. Dieses Schirmmodell zeigt ein Spiralverhalten, das der Safety Class 5 entspricht.
Nach dem Freigeben der Bremsen dreht der Schirm stabil weiter, bis die Spiraldrehung durch den Piloten aktiv beendet wird. In einem ersten Schritt werden die Loggerdaten der Testflüge ausgelesen und visualisiert. Unbestechlich zeigt der Logger alle relevanten Werte, wie zum Beispiel Nick- und Drehwinkel, Höhenverlust und Geschwindigkeiten. Das visuelle Zusammenführen von Bordkamera, Bodenkamera und Loggerauswertung ermöglicht die genaue Bewertung der Schirme. Aus den Ergebnissen der Datensheets der einzelnen Manöver bestimmt das mehrköpfige Auswertungsteam die endgültige Einstufung des Schirmes.